Ja, hallöchen. Ich bin zu guter Letzt bei der Firma Güss gelandet und neben mir steht der Carsten. Hallo Carsten. Moin. Carsten, ich bin brennend daran interessiert, wer und was ist die Firma Güss eigentlich? Was macht ihr? Ja, erstmal der Name Güss hört sich ja komisch an, ist aber unserem Gründervater geschuldet. Der hieß Jean-Yves Stéphanie. Das ist ein interessanter Name. Ja, französisch, ne? Französischer Hersteller seit 1964. Wir sind Inhaber geführt, sind von unseren Inhabern übernommen worden mit rund 25 Mitarbeitern und innerhalb von kurzer Zeit haben wir jetzt mittlerweile 700 Mitarbeiter. In welcher Zeit? Knapp 14 Jahren. Und haben allein 60 Leute in der Forschung und Entwicklung, hochtalentierte Leute. Und hier in Deutschland sind wir jetzt mittlerweile auch 60 Mitarbeiter, auch im Vertrieb tätig natürlich. Wir haben so drei Standbeine. Das ist einmal diese Schweißtechnik, ja. Karosserieinstandsetzung. Das gucken wir uns gleich mal aus der Nähe an. Genau. Und natürlich Ladetechnik. Ne? Ladetechnik, ja, genau. Du wolltest es gerade ausführen. Genau. Also wenn wir mal jetzt hier zum Karosserieinstandsetzung kommen. Ich komme mal rum. Ja, komm mal So. rum. Genau. Karosserieinstandsetzung. Das sieht aus, als wenn ich einen Unfall gehabt hätte und hätte mir da eine ordentliche Beule ins Auto gefahren. Ja, dann kommst du ins Spiel, oder wie? Ja, nicht ich, aber die Werkstatt. Ja. Wenn Schade. sie unser Equipment hat, ist das gar kein Problem. Ja, man kann ganz schnell und leicht, kann man zum Beispiel wieder Dellen wieder rausziehen. Ich kann das ja einmal demonstrieren. Ja, bitte, Wenn wir uns jetzt unbedingt. vorstellen, ein kleiner Einparkschaden. Wir haben hier einen Negativhammer. Man setzt das Ganze an, dann schweißt er sich automatisch fest. Und jetzt kann man hier ziehen, bis das Ganze wieder draußen ist, dreht und schon ist der Schaden wieder fertig. Jetzt kann man eben spachteln, lackieren. Okay, also durch diese Technik, mittels dieses Hammers, hast du im Grunde genommen die Beule, die ich da reingefahren habe, wieder rausgeholt. Richtig, genau. Das ist ja praktisch. Gibt es sowas auch für den Hausgebrauch? Kann ich sowas auch in meine Garage stellen? Selbstverständlich. Also wir haben von ganz klein, das geht bei 500 € los, bis zur großen Ausbeutstation, sag ich mal, nach oben hin ist ja keine Grenze gesetzt. Ach, das ist ja interessant. Klasse, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass man sowas selber machen kann. Aber umso besser. Und danach muss nur noch der Lack drauf und dann ist alles wieder fein. Genau. Bisschen spachteln, bisschen lackieren und dann ist das alles schön. Ach cool, ja, das hört sich gut an. Gibt es eine Messeneuheit, die du unbedingt uns noch präsentieren möchtest, erzählen möchtest, loswerden möchtest? Ja, wir haben für unsere OEM-Kunden haben wir unsere neue Schweißmaschine. Komm, da gehen wir noch ganz schnell rüber. Das ist So. unsere Autopuls, die jetzt auch für VW gelistet ist und alles. Das ist ein Haufen Hightech, wunderbar, zum ganz kleinen Preis. Ganz kleiner Preis, willst du den erkennen? Apropos Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis ist sowieso noch so ein Stichwort, auf das wir zu sprechen kommen wollten. Sag doch da mal gerade noch ein Wort zu. Also da wir Hersteller sind und Großhersteller, also wir stellen Großserien her, haben wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man kann sagen, dass wir immer zwei Drittel fast günstiger sind als unsere Marktbegleiter. Wie schafft ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Durch die Masse, die wir herstellen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr fast 450.000 Einheiten gebaut und auch verkauft. Also das beinhaltet alles, vom kleinsten Ladegerät bis zum größten Schweißgerät. Oh, alles klar. Apropos Schweißgerät, wir waren ja gerade daran stehen geblieben. Das sieht aus, als sei das relativ einfach in der Bedienung. Sieht das nur so aus oder ist es auch so? Nein, da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf, dass wirklich die Bedienung der Geräte super einfach gehalten wird, weil auch viele Leute immer mit den Geräten arbeiten müssen. Also muss man das auch immer so einfach wie möglich halten. Ja, genau. Und das ist schon auf dem Markt? Das Gerät ist schon auf dem Markt, wird sehr gut angenommen, weil das eben auch von den Herstellern verlangt wird und das ist eben natürlich eine gute Sache dann. Ja, das hört sich prima an. Ich danke dir für die Informationen. Ihr bietet ja eine ganze Menge, muss ich sagen. Also das schaffen wir jetzt gar nicht, das in der kurzen Zeit alles uns genau unter die Lupe zu nehmen. Aber zwei tolle Sachen konntest du uns erklären. Da bin ich dankbar für. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und sage an dieser Stelle Danke und Tschüss. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Schöne Messe noch. Danke, ebenso.